Ja. Oh shit. So arg. Und kurz vorher haben wir noch geredet, wie ich Shindy finde. Einen Tag später chill ich mit ihm. Schönen guten neuen Tag. Bin gerade fertig mit Videoschneiden. Jetzt geht's direkt ab ins Training. Heute ist der Leg Day. Die Frankfurter trainieren. Weil mich einfach ein besseres Licht. Ich habe gerade wieder ein Telefongespräch. Oh, rasieren sollten wir uns auch mal wieder. Ich habe gerade per Sprachnachricht auf Instagram mit dem Luke Fader kommuniziert. Das ist ja so ein witziger Trainierer, über den ich mich ja auch schon ordentlich in meinem Vlog ausgelassen habe, weil wir eigentlich zum Training verabredet waren. Er ist professioneller Bodybuilder und darauf verstehen wir uns halt sehr gut, weil ich natürlich auch professioneller Bodybuilder bin. Schlechter Joke. Ab und zu hole ich mal Tipps und Tricks von dem, weil der sich halt ein bisschen mehr auskennt als ich mich, obwohl ich mich auch schon nicht schlecht auskenne, würde ich sagen. Immerhin habe ich schon mit dem 16. Lebensjahr begonnen zu trainieren, damals im Millerg. Und jetzt meldet sich natürlich wieder mein Darm. Da sagt man halt schon die ganze Zeit, wie schlecht meine Ernährung ist. Ich kann nicht die ganze Zeit Kebab essen, ich kann nicht Frühstück auslassen und sonstiges. Da ergeben sich einfach keine Erfolge. Das Ding ist halt, es ist absolut richtig. Man muss sich ordentlich ernähren. Training allein nutzt nicht wirklich was. Das nervt mich halt komplett. Eins, zwei, drei. Und weil wir gerade bei der Gelegenheit sind, er meint auch, ich nehme viel zu viel Booster. Um darauf eine Antwort zu geben, brauche ich dich kurz, Wendler. Egal! Booster, 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 Booster! Booster, Booster, Booster. Er sagt, das ist wie eine Droge und da entwickelt man schon langsam eine Toleranz und dann wirkt es nicht mehr so gut. Deswegen nehme ich ja eh von Mal zu Mal mehr. Bitte, bin ja nicht dumm. Ich bin ein Idiot. Boah, oh. Heute wieder besonders viel Booster im Booster. Egal! Naja, made it! Damit sind wir fertig mit dem Preppen fürs Training. Heute, wie gesagt, Leg Day. Heute werden die Beine zerfetzt. Mit der Kamera wollte ich mir eigentlich auch nochmal überlegen. Ich bin jetzt drauf gekommen, dass die Kamera deswegen so hell eingestellt war, weil ich dieses Rädchen irgendwie nach rechts gedreht habe. Jetzt soll es eigentlich besser sein wieder, oder? Auch ein netter Rücken kann entzücken. Meine verehrten Damen und Herren! Das ist meine Trinkflasche. Boah, kennt ihr Leute? Ich hasse Leute, die so gehen. Wer geht so auf den Fersen und ist mega laut? Boah, der vibriert, wenn ich das mache. Gestört, ich hasse solche Leute. Der Luca auch immer, wenn er die Stiegen runtergeht. Idioten, wirklich, das tut dir sogar weh auf den Fersen, wenn ich so fest aufstehe. Man rollt ab, bumpert nicht mit der Ferse. Na. Barbara, you got me rockin' and rollin', rockin' and rollin', Barbara, Barbara, Barbara. Der Turnsackel, ja, vergiss nicht der Turnsackel, ohne der Turnsackel. Du hast weder ein Handtuchel, nu, ein Trainingsbandel, nu, Trinkflaschen. Du, die Airports. Airports nämlich. Du kannst einfach nicht trainieren gehen. Hallo, Sonne, grüß dich. Der Booster wirkt wirklich schon wieder. Wichtig ist, jetzt müssen wir uns, grüß Gott, Zahnpasta holen, wenn wir einfach schon den dritten Tag hintereinander nicht die Zähne bürsteln, weil wir keine mehr haben. Na, ist natürlich ein Scherz, den zweiten Tag hintereinander. Das ist leider wirklich kein Scherz. Ich habe vorher aber Zähneputzen, wie man sehen kann, weil ich eine andere Zahnpasta gefunden habe. Aber das ist trotzdem so eine grindige Reisezahnpasta. Und ich brauche eine. Wolltest du mal meine Zahnpasta sehen? Warum die so weiß sind, meine Zähne? Wie oft kann man hin und her laufen? Weil eine unbezahlte Werbung, aber die einzige Zahnpasta, die ich konsequent verwende, ist diese hier. Blendermate 3D White. Oder die? Nein, die teurere nehme ich immer. Glamorous White, genau. Passt nämlich zu mir, weil ich auch so glamorous bin. Fuck, ich stehe an der Kasse und warte und der Booster kickt. So, während meines Hygieneartikel-Einkaufs haben sich jetzt drei Dinge ergeben, die eher suboptimal sind für den weiteren Tagesverlauf. Punkt Nummer 1, die 60-jährige Dame vor mir an der Kasse hat sich überlegt, dass sie mittlerweile schon so hochmodern ist, dass sie alle ihre Dinge mit dem Smartphone regelt. Wie man sich das vorstellen kann, hat das so lange gedauert, dass der Booster anstatt im Fitnesscenter zu wirken, bei mir direkt an der Kasse eingeschossen ist. Trotteln, Alter. Punkt Nummer 2, beim Verlassen des Drogeriemarktes hat mein Bein entschlossen, bei der einen einzigen Stiege abwärts einfach mal nachzugeben, was natürlich die perfekten Voraussetzungen für ein Leg-Training sind. Und Punkt Nummer 3, meine Kamera hat sich gemeldet und hat gemeint, Maxl, wenn du außer Haus gehst und vorhast besonders viel zu filmen, wäre ein neuer Akku eine intelligente Idee. Training sollte sich ausgehen, oder? Perfekt, danke dir. So, let's go. Zerschrennen wir die Penis, die Beine. Oh mein Gott, was ist mit mir los? Let's go, let's go, let's go. Grüß euch. Respekt. Ja, für das hat der Akku eigentlich eh lang gehalten.
Tschüss, servus. Bist du nahe, ich meine Haxen, ich kann gar nicht mehr gehen. Das ist eine Katastrophe. Jetzt mache ich die Lade auf und was ist da drin? Die Dieseljacke, die ist die Lara hätte mitnehmen müssen. Verdammt nochmal. So, jetzt reicht's. Jetzt muss ich aufpassen ein bisschen mit der Kamera, weil ich renne wieder mal nackt durch die... So, genug. Genug. Gabi, spinn. Und da haben wir genau jetzt wieder dieses unpraktische Phänomen, dass ich einfach nichts esse und die Ernährung fürs Training nicht einhalten kann. Jetzt sitze ich wieder 4 Stunden am Schnitt für das Video am Hauptkanal. Bin da dabei und vergesse einfach rund um mich alles. Dann bin ich endlich fertig. Sitze am Bett, filme mein Handy und dann postet irgendwer ein Foto vom Essen und ich denke mir, ah ja. Gott sei Dank hat der Bratan heute gekocht. Es gibt wieder mal ein Risotto aus Gemüse, Tomatensauce und Schrimps. Schrimps mit Reis. Schrimps mit Schrimps. Das ist natürlich sehr geil, aber blöd ist, wenn man das erst um 9:45 auf die Nacht ist. Dann kann ich wieder nicht schlafen. Egal! Unbelehrbar, wie ich nun mal bin, mache ich mich jetzt wieder mal in denselben Club auf, in dem ich meine Uhr verloren habe. Servus, grüß dich. In 6er bitte. Perfekt, super, danke dir. Tschüss, servus, schönen Abend. Tag, Ankunft am 6er, hinter mir ist es schon. Die Burschen sind wahrscheinlich schon drin, aber ich muss vorher zum Bankomat. Vermutlich kein Geld da drinnen brauchen, aber wenn man es eingeschickt, ist nicht schlecht. Yes. So, da wären wir wieder. Die reflektieren auch heute sehr schön. Perfekt, dann kann ich gleich mal schauen, ob die Rolex irgendwo liegt. Nachdem die Burschen noch nicht da sind, habe ich mich jetzt klassisch marotzermäßig da beim ÖFGK eingebaut. Danke an den Sponsoren, gell? Auch ein fleißiger Vlogschauer. Das Geburtstag. Frag, dass der Türsteher da sitzen darf. Bin ich eigentlich wirklich nett von dir, dass du ihm das erlaubst. Oh, er versteckt sich. Alois Göhle. Heute die Schwachstelle schlecht. Zirkel, ja. Ja, er saß so ohne. Nein, ich kann nicht mehr. Ist das normal? Kennen wir den Alois nicht? Nein, das ist neu für uns. Hallo! Liebe Leute, ich übergebe das Wort an unseren wunderbaren Alois. Hallo Max, also stell dir jetzt die zwei schönste, nein, die schönste Blondine von Wien vor. Laura Ball, Laura! Laura Ball! Ich meine, ja, na sicher, man kann knapp packen und man kann auch direkt in Ohr einfahren. Na sicher. 1, 2, 3 und schlecht. Ah, ja, ja, ja. Ich bin jetzt wieder mal im Casino. Das ist genau der Grund, warum man nicht wetten sollte. Ich habe 100 Euro eingesetzt, war kurzzeitig auf 400 und habe dann alles wieder verloren. Was mache ich, Idiot, jetzt? So, 500 haben wir. Was mache ich jetzt? Alles noch einmal und verloren. Bravo. Ich hab mir gedacht, scheiß drauf. Geh zum Bankomaten, heb 500 Euro ab. Und ich hab 1000 gemacht. Schaut sich das mal an. Die wollen jetzt beinahe, dass ich einfach drum eine Flasche kaufe. Ja, ja sicher, aber sonst, das sei ehrlich. Das ist mein Schwarzgeld. Sponsoring muss auch sein. Und gibst du eine Tasche? Ja, bist du eigentlich? Ich hab Anni. So wie Gianni. Ein Hallihallo an Christoph Blamage Probst. Eine kurze Frage. Woher bekommt man ein blaues Surayama Dior-Shirt? Tschechien. Normale Leute, die bestellen Corona, weiße Spritzer, Bier, Wodka oder sonstiges. Und dann gibt's den Thomas Rechberger. Der bestellt eine ganze Flasche Tequila. Ich hab Money, so wie Anni, eine Bitch. Lea war gestern fort und hat gemeint, ich soll unbedingt vorbeikommen, weil Shindy hatte heute sein Konzert und wird danach in den Club gehen. Auch wenn ich wusste, dass wir Shindy treffen, vielleicht. Aber war mir egal. Und heute sehe ich eine Story um 5.38 Uhr von der Lea aus dem Hotel Sacher. Eines der schönsten Hotels in Wien und da war mir natürlich gleich alles klar. Hab der Lea geschrieben und was kommt? Ja! Oh shit. So arg. Und kurz vorher haben wir noch geredet, wie ich Shindy finde. Einen Tag später chill ich mit ihm. Ja, congrats. Ja, haben wir aus dem Video gesehen, wie geil die Lea den Shindy findet. Ich spiele Shindy. Wie sexuell kann man das sagen, bitte? Ach so, den findest du auch? Nein.
Ich bin schon gespannt, ob da nicht mehr vorgefallen ist. Das werden wir die Lea natürlich fragen, wenn wir sie sehen. So, was haben wir denn da Nettes bekommen? Man braucht scheinbar nur eine Rolex dort liegen lassen und schon ist man Private Card Member oder wie auch immer das heißt. Ich glaube, das heißt, ich kriege für ewig alle Getränke gratis, oder? Dafür brauche ich keine eigene Karte dazu. Liebe Leute, das war's an diesem Vlog. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, seid bei meinem Maxibillion und schaltet auch morgen wieder ein im neuen Vlog, wenn es dann neue Infos zur Shindy-Affäre gibt. Liebe Leute, das war's von mir. Hallo, Max.